heute eine besondere Gelegenheit und eine besondere Freude, aus mehrerlei Hinsicht diese Veranstaltung anzukündigen. Einerseits ist es die erste gemeinsame Veranstaltungsreihe des Hochschulforums Digitalisierung mit der Stiftung für Innovation der Hochschule. Und an dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen nochmal begrüßen, Ivo van der Berg. Diese Reihe wurde in einer engen Kooperation mit der Community Working Group des Hochschulforums Digitalisierung zu digitalen Prüfungen konzipiert und erstellt. Dazu wird uns heute Florian Rampelt mehr berichten. Es war uns aber auch ein großes Anliegen, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe in die Breite zu tragen und Ihnen und euch zu berichten, was gerade da in diesen Diskussionen, in diesen Gruppen passiert. Und aus diesem Grund haben wir die Referenten der kompletten Reihe akquiriert aus der Mitgliedschaft der Community Working Group. Somit freuen wir uns, verschiedene Aspekte des digitalen Prüfens in den nächsten Wochen gemeinsam mit euch und mit Ihnen zu diskutieren. Ja, auch von mir und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre ein herzliches Willkommen hier beim Infopoint zur digitalen Prüfung. Ich würde gern uns einmal vorstellen, weil wir ja die Neuen sind und denke, das können wir hier gut tun. Einen Blick zurück. Bund und Länder haben in der Verwaltungsvereinbarung einen Rahmen vereinbart, wie in Zukunft Innovationen in der Hochschullehre zu unterstützen sind. Und dafür haben sie einen Haufen Geld auch zur Verfügung gestellt. Sie haben aber auch nach einer Einrichtung gesucht, die das umsetzt. Und das sind wir bzw. die Töpferstiftung 2019 dann geworden. Also es wurde die Töpferstiftung beauftragt, eine Tochterstiftung ins Leben zu rufen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass die Stiftung das nicht alleine macht, sondern mit der Kraft vieler Akteurinnen und Akteure ans Werk geht. Und obwohl wir uns stets im Aufbau befinden, sind wir mittendrin dabei und haben eine Ausschreibung im letzten Jahr schon ins Leben gerufen. Und im August 2021 sind tatsächlich 239 Projekte an den Start gegangen. Man könnte das auch so zusammenfassen mit einem dänischen Stichwort, wir asphaltieren die Straße, während wir sie befahren. Also das ist ungefähr das, was wir jetzt tun. Ja, was macht die Stiftung genau? Ich habe mal zwei Zitate aus der Verwaltungsvereinbarung mitgebracht. Die Aufgabe besteht also darin, qualitativ hochwertige, international wettbewerbsfähige Lehre an deutschen Hochschulen dauerhaft zu stärken. Und andererseits die Förderung adressiert die deutsche Hochschullandschaft in der Breite und verfolgt langfristige staatliche und gesellschaftliche Bildungsziele. Auf der rechten Seite sehen Sie dann, dass das gebündelt ist, schon in der Verwaltungsvereinbarung, in die Bereiche Projektförderung, Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Der Teil der Projektförderung ist natürlich deutlich der größte, aber wir versuchen sozusagen, und auch diese Veranstaltung, die jetzt hier stattfindet, ist im Bereich Wissenstransfer anzusehen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit der HFD und der Community Working Group und vielen weiteren Wissensträgern kooperieren können. Und damit Sie vielleicht noch wissen, welche Köpfe dahinter stecken, sehen Sie hier, wie das Team aussieht. Also links sehen Sie den Vorstand, von dem ich Sie auch nochmal herzlich grüßen möchte, und rechts sozusagen das Team. Und Sie sehen dann auch, wir sind im Moment, glaube ich, ca. 25 Personen und wachsen noch ein bisschen weiter. Aber das ist eigentlich das, was unser Team ausmacht. Vielen Dank. Jetzt wünsche ich Ihnen allen eine ertragreiche Veranstaltung und viele, viele Impulse zur Schaffung von Innovationen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Ivo. Es ist, denke ich, für alle, die hier anwesend sind, eine wirklich tolle Erfahrung zu sehen, wie so schnell ein so großes Konstrukt wie die Stiftung Innovation in der Hochschullehre aus dem Boden gestampft werden kann. Ich glaube, das war eine ganz, ganz tolle und richtige Wahl, die Töpferstiftung dazu beauftragen. Und ich freue mich natürlich auch umso mehr als Vertreter des Hochschulforums Digitalisierung und des Stifterverbands, dass wir so vertrauensvoll zusammenarbeiten. Lavinia hatte es schon angekündigt. Ich darf jetzt kurz etwas zum Hochschulforum Digitalisierung und zu der Community Working Group, digitale Prüfungen, die so ein bisschen ein Vorläufer, Instrument und Format war zum Infopoint Hochschullehre, sagen und würde dafür auch noch mal kurz meinen Bildschirm teilen. Mein Name ist Florian Rampelt. Ich habe im Endeffekt zwei Hüte auf hier und heute.
Der eine Hut ist der Hut des Stifterverbands, das ist eine Wissenschaftsorganisation aus Bonn und Berlin. Der zweite Hut, der zentrale Hut, weswegen ich heute dabei sein darf, ist der Hut des Hochschulforums Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist ein Projekt, das seit 2014 gefördert wird durch das Referat für Studium und Lehre im Bundesministerium für Bildung und Forschung, um bereits lange vor den Corona-Zeiten den Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter zu orchestrieren, Impulse zu geben, zu beraten, zu vernetzen und unterschiedlichste Akteure zusammenzubringen. Gemeinsam schaffen wir das besser. Das ist ein zentraler Anspruch in der Gestaltung des New Normal für uns. Wir wollen gemeinsam mit euch und Ihnen und vielen weiteren mit viel Mut voranschreiten, mit viel Mut eben auch nicht nur die Ad-hoc-Umsetzung einer pandemiebedingten Situation gestalten, sondern die Zukunft der Hochschulbildung gestalten, die eine sehr gewissenhafte Balance erfordert des Digitalen mit dem Analogen. Und das gilt unter anderem auch für das Thema der digitalen Prüfungen. Die Arbeitsschwerpunkte des Hochschulforums Digitalisierung lassen sich grob zusammenfassen unter den Stichpunkten informieren, beraten, vernetzen und innovieren. Ich würde mit dem Vernetzen beginnen, weil das Vernetzen so oft auch in das Informieren übergeht. Wir glauben, dass wir als Vernetzung und Kommunikationsplattform mit tausenden Akteuren aus der Hochschullehre, aus der Studienorganisation, aus der Hochschulverwaltung und den Supporteinrichtungen eine wirkungsmächtige Community of Practice schaffen konnten in den letzten Jahren, die die unterschiedlichsten Formate gemeinsam nutzt, um sich gemeinsam und kooperativ gegenseitig in der Umsetzung der Lehre vor Ort zu unterstützen. Und uns begeistert es immer wieder, mit wie viel Elan und Enthusiasmus auch zu vermeintlich so trockenen Themen wie digitalen Prüfungen vielfältige Akteure aus ganz Deutschland und Europa zusammenkommen, um nicht nur zu diskutieren, sondern als Ergebnis ihrer nicht immer einfachen Auseinandersetzung auch Orientierungsrahmen zu veröffentlichen, Arbeitspapiere, Ressourcen zu schaffen, die mehr Personen helfen als den wenigen, die wir immer wieder in Einzelformaten zusammenbringen. Wir haben dafür unter anderem eine Website geschaffen. hfd.digital ist die Kurzform, wenn Sie mal da drauf schauen wollen, in der vielfältige Themendossiers zur Verfügung stehen. Und wir haben auch andere Formate, mit denen wir informieren wollen. Wir beraten aber auch, wir glauben, Hochschulen brauchen Begleitung bei der Innovation in der Hochschullehre, bei der Digitalisierung von Studium und Lehre und haben hierfür Formate geschaffen, die auf Augenhöhe funktionieren, auf Augenhöhe der unterschiedlichen Stakeholder und Akteursgruppen. Diese Augenhöhe ist auch für unseren Innovationsansatz zentral. Wir fokussieren uns stark darauf, auch mit den Lernenden zusammenarbeiten. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das 2018 initiierte Digital Changemaker-Netzwerk nun mit einer großen, breiten Wirkung auch in Corona-Zeiten für vielfältige Auseinandersetzungen nutzen konnten. Wir haben viele Formate ausprobiert in den letzten Jahren, Hackathon unter anderem, und arbeiten jetzt in der nächsten Phase des Hochschulforums Digitalisierung, die im Sommer 2021 gestartet hat, auch an einem übergreifenden Innovation Hub, um von der Information, der Vernetzung und der Beratung noch stärker auch gemeinsam in die Umsetzung zu kommen. Wie wir diese Umsetzung gestalten wollen und können, ist ein Schwerpunkt des University Future Festivals, das im Anfang November 2021 in Berlin im Rahmen der Berlin Science Week stattfinden wird. Im Schwerpunkt aber auch virtuell. Für viele, die hier heute dabei sind, denke ich auch interessant. Man muss nicht mehr zu jeder Konferenz fahren, auch wenn es dort vielleicht schön ist. Man kann an Workshops, man kann an Demonstrationen, man kann an Konferenzeinheiten auch digital und virtuell teilnehmen. Wir freuen uns da sehr drauf. Es wird spannende Impulse geben und es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit, eigene Impulse hierzu einzubringen. 2. bis 4. November 2021 nicht nur das Thema digitale Prüfungen, sondern viele weiter zur Zukunft der Hochschulbildung im Rahmen des University Future Festival 2021. Der Fokus dieses Infopoints Hochschullehre, dieses ersten Infopoints Hochschullehre, ist aber ein Fokus, der uns alle ganz besonders umgetrieben hat in den letzten Monaten, in den letzten 2 Jahren. Die Umsetzung von digitalen Prüfungen. Und das ist auch ein Thema, mit dem sich das Hochschulforum Digitalisierung natürlich vertieft auseinandergesetzt hat. Sehr viel Engagement besteht im Bereich der digitalen Hochschulbildung, im Bereich
der digitalen Prüfungen, aber große Unsicherheiten gleichzeitig die Arbeit an den Hochschulen und Institutionen vor Ort begleiten. Und deswegen sind wir 2021 nach den ersten zwei Corona-Semestern in einen Call für eine Community Working Group gestartet, der eine Sammlung der Erfahrungen schaffen sollte, der Orientierung und Ausblick ermöglichen sollte und die vielfältigen Diskurse strukturieren sollte. Wir hatten damals den Anspruch, so 10 Expertinnen und Experten zusammenzubringen, die dann ein kleines White Paper von vielleicht 20 Seiten veröffentlichen. Es haben sich über 80 Personen gemeldet, von denen über 60 immer noch aktiv sind und inzwischen 120 Seiten gesammelt haben zu vielfältigsten Aspekten der digitalen Prüfungen. Gerade vor 2 Tagen ist eine offene Konsultation zur Entwurfsfassung aus dem August zu Ende gegangen. Wir befinden uns jetzt in der redaktionellen Überarbeitung dieses White Papers, um Ende September dann auch dieses konzeptionelle Fundament, das auch den Infopoint Hochschullehre nicht nur durch die Persönlichkeiten, die beteiligt sind, trägt, sondern auch durch die Konzepte und Inhalte, um dieses konzeptionelle Fundament auch in die Breite und in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie werden das konzeptionelle Fundament immer wiedererkennen, schon heute bei einem Impuls von Svenja Bedernier, Herrn Küppers und anderen Akteuren, die zum Beispiel sich vertieft mit Fragen der Prüfungsdidaktik auseinandergesetzt haben. Sie werden es aber auch bei technischen und organisatorischen Fragen erkennen, bei einzelnen Prüfungsszenarien wie der Umsetzung von E-Portfolios vor Ort. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir es schaffen und dass wir es auch weiterhin schaffen werden, dass eine Gruppe Impulse setzen kann, die dann andere Gruppen kooperativ gemeinsam weiterentwickeln können. Das ist unser Anspruch als Hochschulforum Digitalisierung. Das ist der Anspruch der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, wenn ich das so sagen darf. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Kickoff haben für eine zweite Phase der produktiven, zukunftsorientierten Auseinandersetzung mit digitalen Prüfungen. Vielen Dank.